Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Es wurde ja schon länger gewünscht, dass ich Bearbeitungsvideos zeige, also wie ich die Bilder bearbeite nach meinem Gusto. Und ja, ich habe mir überlegt, ich bringe jetzt immer wieder mal kleinere oder auch größere Videos, je nachdem, was es für Bilder sind, und zeige dir dann eben, wie ich diese Bilder bearbeite. Kurz zu diesem Bild. Ich war letztens unterwegs, wollte ein bisschen Streetfotografie machen bei uns. Und als ich aus dem Auto ausgestiegen bin und um die Ecke rumgelaufen bin, sah ich eben dieses Treppenhaus mit dieser Glasfront und den ganzen Schatten. Und das hat zusammen mit dem Himmel und den weißen Gebäuden, das fand ich einfach stark und dachte, da kann man sicher ein gutes Bild draus machen. Ich war unterwegs mit der kleinen Olympus EM10, das ist noch die allererste Version, mit dem 1442 Pancake-Objektiv, also nichts Besonderes. Das ist das einzigste Objektiv, das ich eben auch für 17 mm einstellen kann, äquivalent zum Vollformat 34 mm. Damit wollte ich einfach mal ein bisschen Streetfotografie machen. Das Bild ist aufgenommen eben mit 17 mm, und was gleich ins Auge fällt, ist, das Gebäude kippt nach hinten und wölbt sich hier so zur Seite. Also das erste, was ich mal mache, sind Objektivkorrektur. Das Entrausche-Modul benutze ich mal, chromatische Aberration. Und dann natürlich Drehen und Perspektive. Das lasse ich einfach mal automatisch einstellen. Und es schaut schon mal recht gut aus. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sich dieser Gebäudeteil jetzt hier so ein bisschen nach unten wölbt. Und da dieser Teil sowieso nichts auf dem Bild zu suchen hat, schneide ich das einfach mal zu. Und zwar nicht im Original, sondern eben einfach frei. Und ich passe das einfach mal an, dass das hier oben und hier unten etwa der gleiche Abstand hat. Und hier von der Seite schneiden wir einfach mal so den Teil weg, damit es ein bisschen symmetrisch ist. Ja, kann man vielleicht noch eine Idee, so vielleicht. Das wird aus. So. Das nächste ist, ich mache es etwas heller, ein bisschen mehr Belichtung. Bei der Farbkalibrierung bzw. dem Weißabgleich, da möchte ich, dass diese Bereiche hier weiß erscheinen, vielleicht noch ein Ticke kälter, so vielleicht, und mit Farbbalance RGB haben wir etwas mehr Kontrast ins Bild. So vielleicht. Ja. So, und jetzt wandle ich das um in Schwarz-Weiß. Dazu mache ich eine neue Instanz bei der Farbkalibrierung, gehe eben auf Grau und ziehe hier mal die Regler etwas auf. So vielleicht. Genau. Und jetzt möchte ich diese Front hier vielleicht noch etwas heller haben. Mache ich eine neue Instanz von der Belichtung auf und gehe da mal über eine parametrische Maske. Suchen wir mal diese Bereiche aus. Eben, man sieht, hier ist ein Fleck drin. Das wäre der. Ich achte immer drauf, wo sich dieser Zeiger hinbewegt,
dass man so ungefähr weiß, welche Bereiche man da hat. Ja, jetzt setzen wir einfach mal hier die Maske. So vielleicht. Ich denke, das schaut schon mal recht gut aus. Dass möglichst alles da drin ist. Anpassungsradius vielleicht noch etwas. Und den Kontrast der Maske so. Jetzt gehe ich mit der Belichtung hier einfach etwas höher. So vielleicht. Und dann wäre noch im Modul Diffusion und Schärfe noch etwas mehr Klarheit. Und hier noch etwas mehr Kontrast. Nicht ganz so viel. So vielleicht. Ja, das schaut eigentlich schon mal ganz gut aus. So in etwa habe ich mir das auch vorgestellt. Und so würde ich das jetzt auch lassen. Noch ein Vergleich vorher und nachher. Angefangen haben wir hier Snapshot. Und hier ist das Original. Und so sah das Originalbild aus. Das habe ich draus gemacht. Und ja, ich finde es eigentlich recht ansprechend. Mir gefällt's. Natürlich ist die Bearbeitung von Bildern jedem selbst überlassen, beziehungsweise es macht ja jeder nach seinem Gusto. Und ja, ich würde mir das Bild durchaus auch ausdrucke für an die Wand. Und in dem Sinn soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir das Video angeschaut hast. Frage und Kommentare bitte einfach unten ins Kommentarfeld schreiben. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mal wieder auf dem Kanal vorbeischaust, wäre das auch ganz toll. In diesem Sinn, weiterhin viel Spaß bei deiner Fotografie, weiterhin viel Spaß mit Darktable. Bleib gesund, sonnige Grüße und tschüss.